möchten wir Ihnen als kleines Adventsgeschenk schon mal einen Vorgeschmack geben auf das neue Buch von Jussi Adler-Olsen. Der siebte Fall für Karl Mörk und das Sonderdezernat Q in Kopenhagen erscheint im März unter dem Titel Selfies. So sieht es dann aus. Und Jussi Adler-Olsen-Fans wissen, dass sie nie nur eine Geschichte bekommen. Im Mittelpunkt dieses Thrillers stehen drei Frauen aus prekären Verhältnissen. Jung, außerordentlich attraktiv, einigermaßen antriebslos und vollkommen selbstsüchtig. Dass sie zum Opfer einer perfiden Verbrechensserie werden, fordert uns Leser moralisch ganz schön heraus. Gleichzeitig erfahren wir endlich mehr über ein Geheimnis, das Rose aus dem Ermittlerteam um Karl Mörk seit Jahren mit sich herumträgt. Ich lese das Kapitel 2, Freitag, 13. Mai 2016. Rose brachte die Vespa 200 Meter vor der roten Ampel zum Stehen. Sie konnte sich nicht mehr an den Weg erinnern, obwohl sie die Strecke nun schon jahrelang fuhr. Aber heute kam ihr alles fremd vor. Sie sah sich um. Erst vor 10 Minuten war ihr in Ballerup dasselbe passiert. Irgendwie schien die Verbindung zwischen Wahrnehmung und Gehirn kurzzeitig auszusetzen. Und gleichzeitig spielte ihr das Gedächtnis einen Streich. Natürlich wusste sie, dass sie mit ihrer kleinen Vespa nicht durch die Unterführung auf die Bisping-Lunen-Schnellstraße fahren durfte. Aber wo musste sie nochmal abbiegen? Gab es ein Stück weiter eine Straße, die zur Borupsallee führte? Vielleicht rechts? Verwirrt stützte sie sich mit den Zehenspitzen auf den Boden ab und presste die Lippen zusammen. »Was ist los, Rose?«, sagte sie laut, worauf ein Passant stehen blieb, um dann kopfschüttelnd weiterzugehen. Frustriert hustete sie ein paar Mal, ihr war speiübel. Der Verkehr kam ihr vor wie ein unverständliches Chaos aus Spielsteinen, die sich im Krieg befanden. Dazu die lauten Motoren und das Farbengewimmel der vielen Autos, ihr brach der kalte Schweiß aus. Sie schloss die Augen und versuchte, sich fieberhaft an das zu erinnern, was sich nicht automatisch einstellen wollte. Kurz erwog sie, umzukehren und heimzufahren, aber dann müsste sie die Straße überqueren und wie sollte sie das anstellen? Und überhaupt, konnte sie sich denn an den Heimweg entsinnen? Sie schüttelte den Kopf. Außerdem war sie inzwischen sicher näher beim Polizeipräsidium als an ihrer Wohnung. Nein, das machte keinen Sinn. In diesem benebelten Zustand befand sich Rose schon seit mehreren Tagen. Gerade kam es ihr vor, als wenn ihr Körper zu klein sei für alles, was er in sich trug. Als würde ihr Gedankenchaos nicht mal in mehreren Gehirnen Platz finden. Wenn es ihr so ging und sie anfing, sonderbare Dinge zu tun, nur um einem drohenden Kurzschluss zu entgehen, brach sie irgendwann zusammen. Das wusste sie. Möge die kleine Auszeit zwischen den Jahren Ihnen allen ein bisschen Ruhe verschaffen. Frohe Festtage wünschen wir Ihnen, Zeit mit lieben Menschen und guten Büchern. Alles Gute.